Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grim Dawn mit allen DLCs und dem Greatest Update. Jo, wir haben das letzte Mal Berridge Village erreicht und jetzt gehen wir noch ein paar Sachen erledigen. Zum einen müssen wir mal kurz noch eine Quest annehmen. Die ist, glaube ich, hier oben. So, das Buch hatten wir schon. Ja, genau. Lass erstmal ein bisschen Smalltalk. Okay. Sie braucht Stoff für Kleider und ein bisschen Verschönerungen. Momentan sieht man, dass es hier relativ, ja, seicht aussieht. Und sie verschönert dann das Gefängnis ein bisschen. Ich finde es cool, dass mit Quests eigentlich mehr NPCs kommen ins Lager und auch Verschönerungen am Ding sind. Ja, am Lager. Das muss unbedingt in anderen Spielen auch gehen, passieren. So, ich mache ein bisschen die Ding-Sounds runter. Effekt, glaube ich. Und dafür ja, nochmal die allgemeine ein bisschen höher. Wird wahrscheinlich mehr helfen. Sobald haben wir Sturmtoten, wir haben ja schon diesen Nebenhandgegenstand gefunden. Es ist nicht der, es ist dieser Gegenstand ab Level 20. Und gibt zwei auf Sturmtoten und zwei auf Pakt des Sturmrufes und ein Beschwörungslimit bei Sturmtoten. Okay, Level 20. Ja, ich bin momentan sehr froh, dass es wirklich gut geht mit Path of Exile und anderen Action-Rollenspielen. Sie könnten aber ein bisschen mehr Aufrufe ertragen. Klar, das kann man nicht einfach wünschen, dass es je nachdem, was gerade in ist und so, halt unterschiedlich. Aber ich finde es richtig toll und motiviert mich auch sehr. Und wieder nicht zu diesem Gegenstand hier. Mach mein Headset noch ein bisschen leiser, ist mir ein bisschen zu laut. Was wollten wir schauen? Ah ja, genau, das Level 16. Okay, nur noch 4 Level, dann haben wir Stufe 20 erreicht. Ja, und jetzt habe ich aber gemerkt, dass der Bild recht stark ist. Und ich frage mich, ob ich jetzt wirklich noch die Gegenstände sammle, die einsetze, die im Lager sind. Weil sie ja eigentlich nicht vom neuesten Update sind. Also wir haben sie noch nicht gefunden im neuen Update. Deshalb denke ich mal, ja, komm, machen wir mal das nicht, dass wir die Items einfach tragen, nur die, die wir selber gefunden haben, damit es uns noch ein bisschen schwieriger ist, bis wir dann wieder Schwierigkeiten haben. Dann können wir ja wieder die Gegenstände tragen, probieren. Wieso? Habt ihr das gesehen? So eine Frostnova? Also die Gegner haben sich recht stark verändert, habe ich so das Gefühl. Also man sieht es eigentlich schon recht gut. Und das finde ich einfach toll. Ich kann jetzt auch nicht so gut dem ausweichen. Ja, macht auch nicht so viel Schaden, hoffentlich. Ja, jetzt momentan ist der Bild noch ein bisschen langweilig, aber mit Sturmtoten wird der Bild dann ein bisschen interessant. Weil ja, Windhose ist natürlich schon recht langweiliges Spiel. Tut mir leid, dass ich dafür entschieden habe, aber ich habe einfach keine Pläne, was ich sonst bauen soll, weil mein Bild Necromancer Soldatin ist ja momentan noch ein bisschen zu schwach für den Anfang. Also wegen dem Anfang ist er noch zu schwach. Sollte ich nachschauen? Ja, ich sollte jetzt nicht so viele nachschauen. Ja, was Windhose für Schaden macht. Windteufel, genau, eben deshalb. Wollte ich nachschauen wegen dem Namen. Aber es ist ja eine Windhose und kein Windteufel. Windhosen haben wir in der Schweiz vor allem übersehen, sehr viel. Deshalb sind sie so bekannt bei uns. Finde ich schön. Ein schönes Naturphänomen. Sich drehende Winde. Oh ja, wir gehen hier in die Höhle. Das ist eine richtig geile Höhle.
das macht natürlich schon nicht viel Spaß, dort nach epischen Gegenständen zu suchen. Also einen Stoff haben wir hier schon mal. Die anderen sind weiter nördlich, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Ich will ja zur Höhle runter, aber das Spiel will, dass ich hier irgendwo herumlatsche. Ah, der zweite Stoff ist auch hier. Ja, die sind an unterschiedlichen Plätzen, aber meistens ja nicht so schwer zu finden. Einfach in solchen Kisten. Einfach die Kisten suchen, dann habt ihr's. Aber die hat jetzt wahrscheinlich keinen Stoff. Ja. Weil einer sollte wirklich immer im Norden sein, liebes Spiel. Oder hier. Nee. Doch? Lol. Das war ja leicht wie noch nie. Ich hatte immer eins in einem Haus ganz nördlich. Okay, vielleicht haben sie das auch wieder ein bisschen vereinfacht. In den Patch Notes steht meistens nicht alles. Dabei müssten die Entwickler eigentlich alles aufschreiben, was sie verändern im Spiel. Ich liebe ganz große Patch Notes anzuschauen. Ja, jetzt wird morgen. Ja, Transport Fever rauskommen und am 13. Path of Exile haben. Ich habe also natürlich schon mehr Projekte. Last Epoch muss ich natürlich auch noch weitermachen. Da bin ich jetzt gerade momentan ein bisschen am Item suchen, deshalb kommen jetzt gar nicht Videos. Aber ja, es kommt ja bitte sicher bald morgen wieder ein Video davon. Und ja, eben, es wird da ein bisschen knapp mit der Zeit. Alle Projekte immer täglich oder so, alle zwei Tage zu bringen. Aber Grimdawn wird wahrscheinlich täglich kommen. Also ein Hauptprojekt sozusagen zu sein. Ja, die Domänen haben sich ja seit dem Add-on ein bisschen verändert. Also es wurden zu Domänen umgewandelt. Damit irgendwelche Bonis drauf sind erschöpft. Also ich habe weniger Gift, noch ich habe mehr Giftwiderstand, okay. Aber trotzdem macht es natürlich schon echt viel Schaden, wenn wir mit dran spielen und so. Ja. Okay, zwei Sterne-Gegner. Und Gardisten haben wir ja. Das sind halt meistens die sinnloseren Gegenstände häufiger. Klar, dass es nicht immer etwas Gutes sein kann. Es sind sehr viele Gegenstände auf irgendwelchen Skill ausgeleitet. Ja. Bezwecken irgendwie einen Skill und deshalb gibt es wenige Items, die man wirklich gut braucht. Aber je mehr ihr sucht, desto mehr findet ihr. Das ist eigentlich der Grundsatz bei solchen Spielen. Ihr müsst dafür investieren, damit ihr etwas Tolles findet. Das geht halt nicht, wenn man nur ja, eine Höhle einmal macht und so weiter. Sondern indem man halt immer wieder grindet. Ja, das sind alles Items, die ich schon mal habe. Genau, wir haben ja den Itemfilter ein bisschen angepasst, deshalb werden die grünen Gegenstände nicht angezeigt. Man kann sie mit Alt auch gar nicht mehr anzeigen. Aus dem Filter ist aus dem Filter. Aber ja, wir brauchen es nicht. Wir haben genug Geld. So. Jetzt haben wir den Sturmtod. Sehr schön. Hätte ich das ein bisschen früher noch schon geholt. Aber okay. Die Höhle ist halt einfach schwer. Forsche Stiefel sind wichtig. Können wir eigentlich austauschen? Ja. Weil das Forsche Set, das macht einfach unsere Geschwindigkeit höher. Und ja, Lähmungsdauer, Einfrierungsdauer und so ab 4 Sets. Das ist schon wichtig für Magier. Ja, Gardisten für Krieger. Gardistenkleidung. So, was wollte ich noch machen? Ja, Sturmtoten rausnehmen. Jetzt machen wir das am besten so, dass wir hier Elixier des Geistes und hier den Sturmtoten machen. Ich hab die am liebsten habe ich die B-Taste von der Position. So, dann probieren wir mal den Sturmtotem aus.
Zuerst Windteufel, oder zuerst Sturmtoten? Mal kurz einfach Sturmtoten platzieren und dann Windteufel probieren. Zwei, okay. Ich hab's falsch geklickt, also gar falsch geschaut. Ich mag es lieber, wenn die Skills auf der Base sind, also auf den Zahlentasten und die Potions auf den Ding, aber Grimdan hat scheinbar auch das Leiter von Diablo. Alle schauen immer nur auf Diablo. Muss mal Puffer-Fexer ein bisschen kopiert werden. Na gut. Ab Grimdan ist natürlich besser als Puffer-Fexer. Diablo. Dann schauen wir nochmal, es sind so Ketten, oder nein, es sind einfach normale Blitze. Ah, es sind Kettenblitze eben. Das richtig erinnert. So, dann holen wir noch die verschwundene Tochter und wir haben den Hammer gar noch nicht zurückgebracht. Doch, haben wir das gemacht. Also ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Ja, leider ist das Game jetzt noch leicht. Der Tote macht natürlich schon viel Schaden auf Level 1. 2, okay. Sturmschlag, okay. Ja, der Schaden ist jetzt noch nicht hoch genug. Könnte noch höher sein. Aber da wir viele Angriffe haben, ist es schon gut. Sollen wir schon die Nebengebiete machen oder sollen wir jetzt ins Labor gehen? Wir gehen lieber ins Labor schon. Aber eben die Quests mache ich. Weil die Nebengebiete, die sind höherleveliger, also da können wir mehr rausholen, indem wir ja, später reingehen als jetzt schon. Weil dann droppen natürlich auch bessere Gegenstände. Okay, hier ist auch noch eins. Die können wir dann auch mal irgendwann mal holen. Es gibt ein paar versteckt in den Häusern. Aber ich denke, ja, sie sind ja sowieso nicht so wichtig. Es ist einfach eine Geschichte, die, ja, gar nicht so interessant finde, aber gut. Ist ja auch nur ein Action-Run-Spiel. Was ist die Maximalanzahl? That skill's not ready. 2, okay. Blitzschaden. Umwandlung brauchen wir nicht. Ja, werden wir dann sehen, wenn wir dann ein bisschen höherleveliger sind, die Gegner eine Chance haben, aber zum Moment sind wir halt zu stark. Das ist klar. Bringt viel mehr. Ja. Aber wir müssen bald auch austauschen wieder. Wenig Platz. Ah ja, Devation Schrein noch. Also Devation machen. Ja. Und zwar haben wir jetzt Tsunami und machen wir Sturmtod. Das prockt, oder? Ja, das prockt sehr gut. Ich dachte schon, wer es ein Totem ist, prockt es nicht, weil ja, der Sturmtotem angreift. Ja, aber die Gegner machen viel Schaden. So viel Leben verloren. Da unten ist. Genau. Darler. Okay. Ja, wir haben sie gerettet. Sehr gut. Ich finde immer lustig, dass die Monster so extrem aggressiv zu uns sind, aber zu NPCs nicht. Sie sind immer irgendwo entführt worden, aber dabei tun die Monster eigentlich nichts anderes als alle Menschen töten. That skill's not ready. Logik, hä? Logik. Ha, durch die Türe. Die Tür ist kein Monster. Man muss es Sturmtotem nicht angreifen. Aber praktisch durch die Türe angreifen. Die Gegner kommen nicht zu uns. Sehr schön. Hey, tötet den. Danke.
Erzählgegner haben schon noch echt gute Qualität, uns anzugreifen. Wir sind halt noch nicht zäh. Wir müssen auch auf die Defensive so langsam schauen. Okay, dann sind wir eigentlich fertig. Dann können wir eigentlich ins Labor gehen. Aber der Weg ist meistens ein bisschen komplizierter. Aber was wir machen jetzt ist kurz die Quests abgehen. Das ist doch wichtig. Da haben wir einen Stern. Ja, das ist sie. Grün. Ah ja, die Dinge will ich auch noch kurz zeigen. Machen wir gleich. Also hier haben wir Rang für die Fraktion. Devil's Crossing, genau. Müssen wir halt noch steigen. Aber wir sind schon freundlich geworden, sehr gut. Und ja, Ätherische sind schon feindselig. Ah, verachtet ist das nächste, okay. Also die Bestien sind schon verachtet. Sehr gut. Ja. Muss noch ein bisschen mich eingewöhnen an das das Sortiersystem. Wir haben ja da die Items, die wir vom Ding bekommen haben, also von diesem Charakter gefunden haben. Und noch die anderen Items, die kann ich jetzt mal ein bisschen runterstellen. Genau sehen. Ah, das Item haben wir so gefunden und so. Mache ich noch einen Charakter, der Muli ist. Und wir haben es gebrauchen. Nächste Charaktere. Die Quest abgeben. Ja, jetzt hat sich's verändert. Jetzt haben wir hier überall schöne Dächer. Und eine Jacke haben wir noch bekommen. Sehr schön. Also das erste, was ich eigentlich machen möchte, ist transmogrifizieren. Wir haben nämlich eine Axt und die möchte ich gerne zu einem Stab machen. Aber Stäbe gibt's eigentlich nicht so im Game. Eher Dolche. Ah, Zepter gibt's. Also Zauberstab. Es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja, es ist nicht teuer, deshalb machen wir das mal locker. Ja, Auswahl haben wir natürlich schon wegen dem Level 100 Charakter. Der da? Ich muss mich langsam entscheiden, ich will ja euch nicht langweilen. Ja, das ist nicht Blitz. Ja. Das ist Frost, ja. Ist kein Sturm. Da. Okay. So. Ja, die Puppe können wir lassen. Ja, sind so viel mächtiger aus. Also, dann schauen wir, dass wir das Labor entdecken. Ja, die Entwickler sind ein bisschen schlau gewesen, alle Resistenz, also alle Schadenstypen ein bisschen aufzumotzen. Weil ich bekomme schon recht viel Schaden von so einer Frontbombe über. Na gut. Ist halt eben Veteran. Veteran war schon ein bisschen auch zu leicht. Froh, dass das Game auch wieder ein bisschen schwieriger wurde am Anfang. Am Ende war eigentlich der Schwierigkeitsgrad immer so recht optimal, schon fast ein bisschen zu schwer. Also einfach zu schnell gestorben, auch mit guter Verteidigung. Und jetzt hoffe ich einfach nicht, dass wir so unnötig sterben werden. So, weiterhin hier auf Sturmtoten. Und Geist. Ja, wer gerne immer ein bisschen wissen möchte über
die Geschichte und so, ich werde sicher mal ein paar oder so machen, wo ich einfach die Geschichten lese oder so. Ich bin aber auch nicht so interessiert natürlich. Es geht ja eigentlich ums Spiel spielen und nicht Geschichten vorlesen. Aber wenn ihr das wollt, dann kann ich schon machen. Das mache ich jetzt nicht automatisch. Sonst werdet ihr auch gelangweilt, wenn ich es vorlese. Aber die Geschichte ist ja eigentlich klar, oder? Es gibt da die verschiedenen Mächte, die halt angreifen, vor allem die Ätherischen. Um die Ätherischen geht es. Und eben ums Leute retten. Das ist nicht so ein Meisterwerk, aber ich finde es schon cool. Viel besser als in anderen Games. Finde ich schon. So. Wir könnten hier auch ganz viele Gegenstände finden, in Geheimverstecken und so weiter. Aber ja, ich will natürlich auch vorwärts kommen. Das ist schon ein bisschen lange das Spiel. Und jetzt da immer im Low-Level zu sein, ja, da gibt's ja genug Let's Plays. Also, dann wurde schon recht oft geletzplayed. That skill's not ready. Und die haben immer sehr lange gebraucht, bis sie endlich mal irgendwie stark gewesen waren. Ich habe eigentlich sehr viele Let's Player geschaut von Grimdawn und unterstützt. Ich bin nicht einer, der immer auf Konkurrenz schaut und so. Nee, ich habe keine Konkurrenz. Ich bin ein freier Mensch. Ja, kann ich gleich noch ein bisschen erzählen, ja. Es wurde natürlich wieder ein bisschen gedisliked bei mir, aber das sind immer nur Hater und die kann ich eigentlich immer sehr gut wieder runter bringen mit meiner Art. Weil Hating wird einfach meistens dadurch entstehen, dass Konkurrenz ist. Und Konkurrenz muss man wirklich nicht haten. Ihr seid besser als die Konkurrenz, müsst ihr denken. Aber das machen die Leute nicht mehr. Es ist alles zu schwer heutzutage. Und deshalb werde ich halt auch noch gehatet. Obwohl ich eigentlich gar nichts Böses mache. Ich habe nur ein bisschen getrollt und deshalb habe ich da 2 Dislikes bekommen. Pff, ist mir doch egal. Also, nee, es ist ja einfach nur Trolling. Es ist doch nicht. Müsst doch nicht alles ernst nehmen. Aber ja, eben schwarzer Humor, das habe ich gerne gesehen. Es muss alles perfekt sein. Und das ist schade. Man darf sich nicht mehr frei äußern im Internet. Wird direkt runtergestuft. Ja, ich liebe ja meine Spiele. Hab halt auch manchmal ein bisschen Kritik, aber... die Spiele, die ich kaufe, die habe ich auch gerne. Ich schaue auch, dass ich so wenig Spiele wie möglich kaufe, ob dafür gute. Und ich habe ja genug Projekte jetzt momentan. Deshalb muss ich jetzt auch nicht neue Spiele kaufen. Es ist halt heutzutage einfach nur noch ein Produktmarkt. Muss jedes Spiel haben und den Leuten unterstützen, die solche Spiele entwerfen. Dabei, ja, es ist doch besser, einfach euer Lieblingsspiel zu spielen oder so. Und meistens zu spielen. Ums Kaufen geht es ja eigentlich gar nicht so richtig. Aber es wird halt schon extrem unnötig Geld ausgegeben. Ich spiele meine Spiele über 1000 Stunden. Und kaufe erst dann Games, wenn ich jetzt wirklich sage, ja, das Spiel ist gut. Das Spiel wird mir auch 100 Stunden, 1000 Stunden, ja. Motivieren und so, dann kaufe ich es mir. Und deshalb informiere ich mich auch gerne über Games, damit ich weiß, ja, das Spiel ist gut oder das Spiel ist schlecht, aber darum geht's nicht. Ich schaue nie auf das Schlechte von einem Spiel, ich schaue immer auf das Gute von einem Spiel. Oder wie, wird es überfeedet oder so, also übergehypt. Lieber, schauen, dass man auch nicht so gehypte Spiele unterstützt. Als jetzt so mega Hype-Spiele, die sowieso nicht gut sind. So, wir haben sozusagen das Labyrinth jetzt eigentlich erreicht.
Also es ist jetzt einfach der Durchgang noch, aber jetzt kommen wir dann zum Labor. Jetzt sind wir Level 18, gut. Da ist leider zu. Ich möchte aber irgendwie nach links kommen. Dachte ich schon, ich würde hier gar nicht mehr weiterkommen. Also im Spiel könnt ihr eigentlich dadurch merken, dass ihr zum Beispiel beim ersten Charakter mal etwas gefunden habt, merkt es euch. Und dann eigentlich den Weg auch wieder probieren zu nehmen, aber meistens ist es ja halt dann anders. Also dass es mal nach rechts nur geht und manchmal geht es nur nach links. Je nach Gebiet hat es andere Dinge und das finde ich ja gut, weil bei Diablo 2 musste man zum Beispiel auch immer links rum oder rechts rum, je nachdem abwechseln. Es wurde immer wieder gesagt, nee, immer nur links rum und das hat mich manchmal echt lange gekostet. Lange Zeit gekostet, bis man durch das Gebiet ist. Also wenn man rusht und einfach eher auf die Instinkte schauen, also auf die Map. Also auf die Tipps sozusagen. Hier ist es schon besser links herum, weil es hier immer so eine Höhle gibt. Hier oben. Ja, es ist ein bisschen die Tops früh ein. Sie haben nicht so die Wirkung, wenn sie falsch liegen. Also kurz schauen wegen dem Ding. 26 Minuten. Ja, machen wir noch den Deviation Shrine, dann laufen wir nochmal geradeaus. Im nächsten Part. Es geht. Oder ja, wir müssen nochmal hier durch. Ich muss jetzt auch das Spiel beenden, weil ich nicht so viel Zeit habe gerade. Ja, es ist einfach zu lange, wir machen das dann im nächsten Part. Bis dann, tschüss.